Moin Leute, hier ist wieder Angeln am Teich TV. Ja, nach langer Zeit melde ich mich mal wieder mit einem neuen Video. Ja, es geht halt wirklich darum, einfach allroundmäßig ein bisschen zu gucken, was hier geht. Wir haben schon ein bisschen Fischaktivität gesehen hier. Ja, bei Oliver war schon ein Biss und dementsprechend sind wir zuversichtlich, dass das geht. Wir haben auch schon ein paar Springen gesehen. Ja, mal schauen einfach. Hab hier natürlich die Posen ab und zu ein bisschen im Blick. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann. So Leute, als Futter habe ich hier ein Partikelmix, was ich so oft habe. Relativ süßes Futter, riecht auch sehr süßlich, circa zur Pose, relativ mittig. Genau, und dann mal gucken, ein bisschen weiter füttern noch. Dann mal schauen, was so geht. Man sieht, es erzeugt eine super Wolke. Ja, sieht man da hinten. Und ja, dann fütter ich noch ein bisschen weiter und dann schaue ich mal, was so kommt. Die Pose ist jetzt da hinten platziert, sieht man. Und die andere Pose, bisschen weiter draußen, da. Einmal die blaue Rute, 2,10 Meter lange kleine Rute, Forellenrute, geht aber zu allem. Und dann hier die andere. Ja, sehr schön. Wetter ist trüb, wir haben ca. 11 Grad gerade, leichten Wind. Ja, ein paar km/h Wind, vielleicht 10 km/h. Aber das sieht alles sehr gut aus. Könnte auch noch ein bisschen regnen, aber wäre gar nicht so schlecht, würde ein bisschen Sauerstoff ins Wasser bringen. Schauen wir mal. So, und hier ganz oldschool Route einfach auf einem Ast, der einfach da schon lag, abgelegt. Zweiter Biss, bei Oliver war eben schon was. Den konnten wir leider nicht verwerten. Jetzt ist eher erneut Aktivität gewesen. Ja. Mal gucken. Geduldig bleiben und dann einfach schauen, ob noch was kommt. Da hinten ist die zweite Pose, ein bisschen weiter weg. Ja. Mal schauen. So Leute, schöne kleine Rotfeder. Hat perfekt in der Unterlippe gehakt, wie man hier sieht. Ja, kommt wieder rein. So Leute, ich habe jetzt hier ein Knicklicht rausgeholt. Wichtig ist, dass ihr das immer ein bisschen schüttelt, dass sich das verteilt, der Leuchtstoff. Und dann ja, mache ich das mit dem Gummiband an die Pose. So sieht das dann am Ende aus. Pose. Und dann ist hier einfach ein Knicklicht am Gummiband rum. Wichtig ist, dass man das nicht direkt daneben macht, sondern dass das ein bisschen nach oben guckt noch. Genau damit, falls sie sich dreht im Wind, damit man das trotzdem noch gut sieht. Und so kommt die jetzt raus.